Servus Leute, was geht ab? Ich bin zwar Shishami, heute ein neues Review von mir. Und zwar geht es heute um zwei neue Produkte. So einmal um den Black Kokos Diamond Kohlen und um eine neue Alvaja Sorte. Und zwar die Elite Line, die Elite Edition. Und zwar handelt es sich heute um den Squeeze. So, fangen wir an mit dem Squeeze. So. Ausgeliefert wird das Ganze, Alvaja. Typisch in solchen Dosen. Die Schrift ist in Silber. Steht auch Elite Edition drauf. Und die komplette Packung ist verdruckt. Mit so Bildern. Rauchen kann tödlich sein. Nur so zwei kleine Stellen sind für den Tabak ausgelegt. Squeeze sagt nicht viel, was es sein soll. Keine Ahnung, ich habe es halt einfach mal geholt. Natürlich habe ich mich schon im Voraus mal informiert, in welche Richtung das geht. Wenn man die Dose aufmacht, hat man solche Zipper, die, wie ich finde, gut sind, weil die Dosen sind nicht luftig. Nur, wie ich finde, könnten die Zipper ein bisschen kleiner machen, dass man besser in den Tabak reinkommt. Dass sie vielleicht zur Hälfte so wären. Wäre einfach ideal dann. Wäre einfach nicht geil. Also verpackt das Ganze sehr schön. Der neue Alvaja wird jetzt hergestellt in Frankreich. Steht auch dran, Premium French Tobacco. Und kommen wir zum Geruch. So. Ich habe die Tüte aufgemacht und es hat mich sofort an einen Tabak erinnert. Und zwar an den Pink Lemonade von Start Now. Nur ist dieser hier nicht so penetrant. Und riecht leckerer und besser als der von Start Now. Kommt, so, ich sage euch mal, was ich da rieche. Also, wenn ich dran rieche, kommt erstmal etwas richtig Spritziges, Süßes. Was Zitrusmäßiges. Und was Saures. Also riecht sehr geil. Riecht auch wie eine Limonade. Riecht sehr interessant. So, gehen wir zur Seite. Kopf habe ich gebaut. Und zwar mit dem Samsaris Vitra Hybridkopf. Für die, die es nicht wissen, was für ein Kopf das ist. So habe ich ihn gebaut. Locker rein. Genau. Und hier sieht man auch schön die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist super eingezogen. Nicht zu feucht, nicht zu trocken. Richtig perfekt für den Kopfbau. So, zeige ich mal. Ich habe mir gedacht, heute mache ich es mal so und rauche dann mal an, um euch auch mal den Kopfbau zu zeigen. Also für die, die einen Vitra haben oder einen Samsaris, man sieht hier die leichte Erhöhung. Ich habe halt da bis zum Rand gebaut und fertig. Genau. Setzen wir das Ganze an. Dann rauchen wir mal. Und dann sage ich mal was zu den Kohlen. Genau, was ich rauchen kann. Jetzt ziehen wir mal was zu den Kohlen. So. Black Kokos Diamond sind wie die Aluhan X Platin Kohlen. Ausgeliefert wird das Ganze in so eine Packung, eine Kilopackung. Kostet ganz normal Black Kokos, 6 Euro das Kilo. Ist sehr schön gemacht, wie ich finde. Und da steht auch was drauf, und zwar steht da, findet den Diamanten. So hat Black Kokos eine geile Aktion gestartet. Dass, wenn man Glück hat, kann man einen Diamanten im Wert von 250 Euro finden. Oder man hat halt eben so einen Zettel, wo der Code hier unten dran steht. Was man bei blackkokos.de/diamond eingeben kann. Wenn man Glück hat, gewinnt man einen Diamanten im Wert von 250 Euro. Steht auch nochmal hier schön drauf, an den Seiten. So. Nehme ich mal 4 Stück raus. Das Ganze sieht so aus. Kann man einfach perfekt in den Kalot einsetzen. Ist auch die perfekte Größe. Passt auch perfekt hinein.
So, wie Black Kokos gewohnt, sind die perfekt gepresst, also sehr schön. Bei dem die meisten doch nahezu perfekt verarbeitet, also einfach nur geil. Und wer ein Kalot hat und sich Kohlen besorgen will, die direkt reinpassen, die auch richtig ordentlich Hitze abgeben, sondern zu den Black Kokos greifen, weil wir jetzt gleich rosten werden, gibt der richtig geil Hitze ab. Also werde auch wahrscheinlich eine Kohle runternehmen müssen. Ich rauche ohne Deckel, weil die Kohlen, wie gesagt, echt extrem Hitze abgeben. So, jetzt schauen wir mal. Erster Zug. Zweiter Zug. Dritter Zug. Vierter Zug. Wie ihr seht, auch ohne Deckel sehr schnell angeraucht. Also, die Kohlen sind echt geil gemacht. Von mir gibt es ein Kauffazit für die Black Kokos. Oder eine Probierempfehlung, würde ich mal sagen. Weil die eignen sich auch sehr gut für Overpicking. Weil die hat ja verschiedene Seiten. Man kann halt immer die Flächen verändern. Je nachdem kann man mit der Hitze spielen. Die sind sehr geil gemacht. Und so wie die Hitze abgeben, wird man auch nur zwei brauchen. So viel zu den Black Kokos. Mal zur Seite. Machen wir weiter mit unserer Alvara. Also, ich habe den gestern mal Probe geraucht. King Cobra mit zwei Black Kokos, ganz normale. Und ich habe da 2 Stunden mit geraucht und gegen Ende hat der Geschmack nachgelassen. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, aufgehört. Rauchentwicklung ist super. Kommen wir zum Geschmack. So, beim Einziehen einatmen hat man eine Frische. Und eine leichte Süße auf der Zungenspitze. Und dann kommt halt dieses normale Pink Lemonade Geschmack wie im Geruch auch. Schmeckt man das, aber ist halt nicht so intensiv wie im Geruch, leider. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der im Geruch so geil wäre, wie im Geschmack so geil wie im Geruch, richtiges Brett wäre. Aber jetzt brauchen wir noch kurz eine Weile. Ja, also ist süß, hat diesen Pink Lemonade Geruch, zitrusmäßig, säuerlich, leicht spritzig. Aber bin auch leider etwas enttäuscht, da er nicht so intensiv schmeckt, wie ich es mir erhofft habe, weil geruchlich 1A. Ich weiß, vielleicht auch so gewollt, dass es jetzt nicht so intensiv ist, weil es dort auch sehr echt intensiv und erinnert mich so an Socken. Bei dem habe ich das nicht. Das geht echt in die gleiche Richtung, nur finde ich ihn einen Tick besser. Wie gesagt, er war schon Anfänger-Tabak, kommen auch Anfänger gut recht damit, verträgt gut Hitze. Sehr gut Hitze, würde ich mal sagen. Also auch ein King Cobra, der ist schon dünner als der Lotus. Einfach nur geil. Und was ich noch anmerken will, ist, man hat nicht diesen typischen Alvara-Geruch oder Geschmack, den man kennt einfach. Das ist schon mal wieder was ganz anderes, was Neues. Drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich echt geil rauchen.
Weil ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt, wieder in Alvar zu tun, weil bis jetzt hat mir Alvar nicht so überzeugt. Aber die Sorte lässt sich auch gut rauchen. Und wenn der Kopf angeraucht ist, wird der Geschmack leicht intensiver, aber es ist nicht so eklig, sondern man hat eine leichte Süße. Ist einfach, wie soll ich es beschreiben? Das kann man nicht beschreiben, weil ich habe auch mit der nach einer Beschreibung geschaut, habe nichts gefunden. Nur geruchlich Pink Lemonade. Geschmacklich ist er auch ziemlich weich. Weich, süß, leicht säuerlich, spritzig. Und Kaufempfehlung von mir hat er ja. Nur, wie ich finde, könnten die Jungs von Alvar ein bisschen intensiver machen den Tabak. Schauen, dass es intensiver wird. Dann würde ich ihm echt eine volle Kaufempfehlung geben. So kann ich leider nur eine Probierempfehlung aussprechen. Ja, also im Vordergrund hat man diese süße, leichte Frische, obwohl da kein Menthol drin ist. Und im Nachhinein kommt halt dieses leichte Pink Lemonade Geschmack zur Geltung. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren. Ich werde mir nochmal eine andere Sorte von Alvar zulegen. Und dann werde ich schauen, ob der genauso ist, geschmacklich oder intensiver ist. Vielleicht hat man es auch extra so gemacht, dass es nicht so penetrierend schmecken soll. Wie der von Start Now, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen kann, ist, der Schnitt ist mittel, ist sehr guter Schnitt. Molasse ist sehr gut eingezogen, hat man ja vorhin gesehen. Und für 13,90 €, weil so viel kostet der Tabak, ist der Tabak eigentlich gut eigentlich. Auch für den Anfänger gut, lässt sich sehr gut rauchen. Also mehr habe ich da auch nicht dazu zu sagen. Also, ja, Jungs von Alba haben echt was Gutes hingelegt. Aber wenn's, ich bin jetzt so einer, ich stehe auf Tabak, der echt intensiv ist. Und das, der scheint jetzt nicht so intensiv, aber lässt sich gut rauchen. Kann man auch öfters rauchen, weil der nicht so penetrierend ist, wie gesagt. Und daher gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Die Black Kokos halten locker 2 Stunden. Also man kann 2 Stunden rauchen mit dem Kopf. Ja. Geben auch sehr wenig Asche ab. Genau, so viel von mir, vom Shishamü. Wie gesagt, teilen, liken, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Heute mal ein bisschen längeres Review und Double Review. Zu den Black Kokos gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt alles gesagt, was gesagt werden muss. Und dann bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten, haut rein, Peace. Aber was ich noch dazu sagen will, Rauchentwicklung muss super, hat man gesehen. Ciao.